Also, ist eine Premiere. Wir haben uns ja gedacht, wir möchten mal was Neues für TV of Lost machen, dass wir mal ein Eye-to-Eye-Interview machen. Zwei Musiker, die sich gegenseitig interviewen, im Ping-Pong-Betrieb quasi, und auch gegenseitig filmen, wenn es geht. Das heißt, ich stelle eine Frage, dann du und so weiter und mal gucken, was passiert. Und die Idee finde ich so gut, dass ich sie klauen werde. Sehr gut. Bin nächstes auf Filas TV, Filas Meets. Nee, weil wir haben uns gedacht so... Wir müssen da schneller sein. Was würden wir gerne sehen als Fans? Und wir würden immer gerne mal sehen, wenn zwei Musiker von unseren Lieblingsbands sich irgendwie mal selber austauschen. Ja, dann fange ich an und frage, gute Show gehabt? Ja. Bin ich jetzt. Lieber super. Nee, warte mal kurz, das ist ja euer Format. Wenn der antwortet, muss dann heute eine Frage stellen. Genau, dann bin ich wieder dran. Ja? Ja. Bist du aufgeregt eigentlich so generell noch? Hast du Lampenfieber? Kann ich auch die Antworten verweigern? Nee, Lampenfieber ist so gut wie gar nicht. Mhm. Höchstens mal, wenn wir in der Heimat spielen dann. Warum auch immer. Das ist witzig, das ist bei mir umgekehrt. Bei mir ist immer Heimat, immer fühle ich mich immer irgendwie sicher. Also wir haben demnächst Shamrock Castle und da glaube ich, wird mir der vor der Bande gehen. Und wenn wir zum Beispiel in Hamburg sind, dann ist es mir wurscht, dann freue ich mich einfach nur, dass wir da sind. Das ist witzig, das ist bei mir genau umgekehrt. Es liegt hier gerade eine schöne Zeitung von mir, da würde ich das... Ihr seid hier echt im... kannst kurz mal zeigen, im Penthouse. Ja. Wir wissen auch nicht genau warum, aber irgendwie steht der Chefredakteur von denen auf. Da muss man jetzt sagen, Chapeau die Herren. Die Chateau. Ja. Also ich sehe mir die Zeitung ja sonst eigentlich nie an. Aus berufsbedingten Gründen würde ich mir das Exemplar jetzt sogar kaufen. Aber Penthouse, das war schon schräg. Also es war unser zweites schräges Erlebnis, weil wir waren ein paar Wochen vorher auf Bild.de mit Hauptschlagzeile. Und mit der Schlagzeile, bist du der neue Sexgott der Gothic-Szene? Und da kann man auch mal sagen, ist das eine Frage an mich? Ja genau, das ist eine Frage an dich. Da würde ich sagen, nein, aber mit dir könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Wir sind uns schon mal begegnet, könnt ihr euch daran erinnern? Ja, Wacken. Wacken, genau. Da habt ihr, glaube ich, direkt nach uns gespielt. Genau. Und das ist ganz witzig, da haben wir nämlich das erste Mal crowdsurfende Bierbänke gesehen. So, wir sind die Bierbänke crowd gesurft, das war super. Bei euch? Nee, bei euch. Ganz genau. Wir waren sehr erstaunt. Aber was wir gemacht haben, wir hatten dieses TV of Lost Format, was wir jetzt gerade drehen, gab es noch nicht. Wir hatten einfach nur ab und zu mal so ein Tour-TV. Wir haben unter unsere Szene, wo wir verbindet waren, haben wir euer Publikum reingeschnitten mit den surfenden... Was ja richtig war, es war ja auch euer Publikum von daher. Trotzdem, als ihr gespielt habt, das heißt, also das, jetzt haben wir eine Lüge aufgedeckt, in dieser Wacken-Episode von 2010, die Bierbänke, die ihr dort crowdsurfen seht, die galten gar nicht uns, sondern für das Stream. Was ist jetzt deine Frage? Warte mal, jetzt muss ich jetzt so... Ja. Kulmbacher oder Becks? Ich lese das zum ersten Mal. Ach so. Ist das ein Bier, was man hier kennt? Der ganze Kühlschrank ist bei euch unten vor. Also es ist ein Bier, was man hier kennt, aber jetzt nicht übermäßig geschätzt. Nee, dann Becks. Nee, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Thema Alben machen. Und das finde ich als Songwriter immer am interessantesten, weil ja in Bands der Mechanismus, wie Songs geschrieben werden, komplett unterschiedlich ist. Wie ist das bei euch? Wer macht da was? Und da ist das mal so, gibt es da irgendein Konzept? Leitfaden, Designmacher oder was ist das? Witzigerweise mal so. Also jeder von uns hat, glaube ich, schon mal alleine ein Lied geschrieben. Es gibt sehr viele Gruppen. Der Albi schreibt sehr viel allein, der Stefan schreibt viel allein und da ist der Frank, der Tobi und ich, wir haben meistens so 2 bis 3 Gruppen. Mir fehlen auch oft Texte und dann frage ich den Tobi, komm, streib mal was bei. Macht ihr auch manchmal so Songwriting-Camps, dass ihr irgendwie so zusammenhockt, sagt so, jetzt fahren wir mal eine Woche irgendwie an Berg oder an See und schreiben jetzt mal Songs zusammen, so kreativ? Ja, haben wir jetzt das erste Mal gemacht. Letztes Jahr, glaube ich, oder? War leider kein Berg oder See. Nee, aber es kam Jägermeister. Also es war mehr oder weniger von der Firma Jägermeister ein gesponsorter Aufenthalt. Auch im Jägermeister Hotel und wir sind jeden Abend essen gegangen. Es gibt ein Jägermeister Hotel. Ja, ja. Wo das? Das ist in Wolfenbüttel direkt neben der Anlage, wo sie das Zeug da machen. Wir hatten Jägermeister in Dorsten. Ja. Wenn ich bei euch Shadow spielen soll, dann hätte ich gerne mal einen Kontakt. Ja, kriegst du. Es hat mehr Prozente als Guinness, deswegen war das für uns der nächste logische Schritt, über Guinness hinaus zum Jägermeister zu gehen und irgendwann kommt der Stroh rum. Okay. Mit 80%. Gut, ja, das hört sich gut. Ich würde auch gerne mal einen Jägermeister-Hotel einen Song schreiben. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Die haben einen Portier, die haben einen Frühstücksraum, die haben unten ungelogen einen Partyraum mit Bar.
da geht den ganzen Abend eine Bedienung oder zwei, je nachdem wie viele Leute sind, gehen da rum, bedienen dich, du kannst alles machen, bis du umfällst. Ist das eine alte mit dicken Titten und Hirschgeweih? Nein, die Titten hat sie gehabt, aber kein Hirschgeweih. Ich glaube, die sah so aus hier, oder? Ja. Das war so doch. Ja, die war's. Und... Never hide, never hide, don't give up, no way, and never hide, when the city is rough, when the girls are tough, never hide, never hide. Hi, ja, ich bin hier die Geigenleinbäckerin für heute, hey, mein Einsatz war schon, aber ja, ich bin dann trotzdem noch zum Abbau. Leise an zu klatschen, Klammer im Idealfall. Die letzten Aufrechten auf dem Zeltplatz trotz dem Wetter. Schwarze Wand, schwarze Wand! Was? Blaue Wand, blaue Wand! Blaue Wand, blau Bus, blau Bus! Was? Remo, ein Altbekannter, der uns im letzten Tourtagebuch so gelobt hat. Hier der Rest beim Essen. Und hier sehen wir auf der Leinwand den Rod mit seiner Band. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Aber ich kann hier auf dem Wendel nachschauen. Moment, gucken wir mal hier. Chris ist Christmas, nee, Mass. No, no, no. Nicht Christmas, sondern nur Mass. Mass Shake. Noch stehen jetzt alle hier vor der großen Bühne und hören sich Bastian Belter an. Hier sind die Reste der Schlammschlacht und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Soundcheck. Schlamm, 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 Schlamm. Wie ist es für euch als Deutsche in der Schweiz Konzerte zu geben? Am Anfang war es echt merkwürdig, weil die kannten uns nicht. Dann hat es irgendwann so, also wir hatten echt viel getourt in der Schweiz auch. Und diese Arbeit trug dann irgendwie Früchte und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Leute uns wirklich gut kennen und die Songs auch irgendwie mitverfolgen und was wir so machen und dass es einfach immer besser ankommt. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Nach ganz vielen fehlgezapften Bieren habe ich jetzt rausgefunden, wer mir hier das perfekte Bier zapft. Pass auf, das Geheimnis... Ist es richtig, dass du es herausgefunden hast? Ich habe sogar was anderes erzählt. Nein, mir war das... Ja, ich habe es rausgefunden. Pass auf, das Geheimnis ist der. Das ist der Feinregulierer. Und mit dem kannst du das super schauen. Also, das ist ein und aus. Und damit... Mach's jetzt erstmal Scheiße. Nee, jetzt mache ich das perfekte Bier für den Albi. Zack, das perfekte Bier für dich.